Der Sommer ist ja schon so gut wie vorbei. Wir befinden uns auch schon mitten in der Vorbereitung für die Winterernte oder beziehungsweise für den Herbst, Winter und den Frühling. Das heißt, wir setzen jetzt schon Pflanzen aus beziehungsweise Seen aus, dass wir da in dem Zeitraum auch eine Ernte haben können. Ich habe auch schon bei mir im Garten angefangen, habe das Hochbeet vorbereitet und auch schon was ausgesät. Werde ich euch auch in dem Video dann noch zeigen. Ich werde auch noch zusätzlich euch sagen, was man jetzt zum Beispiel jetzt im Herbst alles aussehen kann, was alles wächst, kurzfristig, aber auch langfristig. Und dann werde ich euch noch mal ein bisschen im Garten zeigen, so die interessanten Stellen, wo es etwas zu ernten gibt und was ich so die letzten Monate auch gemacht habe. Dann fangen wir kurz und bündig mit den Sachen an, die ihr aussehen bzw. auspflanzen könnt. Also aussehen könnt ihr jetzt um die Zeit Feldsalat, Portulak oder Postelein, Spinat, Mangold zum Beispiel im Gewächshaus oder im Frühbeet, genauso wie Möhren ins Gewächshaus oder ins Frühbeet auch mit rein können. Rote Beete auch, Gewächshaus oder Frühbeet kann man auch probieren, dass man vielleicht im Frühjahr nochmal einigermaßen gute Knöllchen bekommt, bevor sie in die Blüte gehen. Wintersalate kann man noch mit aussehen, habe ich auch einige Sorten dieses Jahr auch bei mir im Anbau gehabt, wo ich Sorten genommen bzw. Samen genommen habe. Letztes Jahr probiert, konnte ich schon im Dezember bzw. Januar, Dezember so, in die Richtung schön gut durchernten. Dann Asiasalate gehören auch dazu, die ihr jetzt auch aussehen könntet. Radieschen oder auch Radi könnt ihr jetzt probieren. Bei Radieschen halt einfach, weil sie eine kurze Kultivierungszeit von 6 Wochen haben, dann könnt ihr sie ernten. Ist ja jetzt im September eine sehr gute Zeit, weil im August war es halt so heiß und so trocken. Wenn die nicht genug Wasser haben, dann bleiben sie einfach im Wachstum stehen und dann kommen sie halt viel früher in die Blüte, anstelle halt irgendwie schöne Knollen zu bilden. Und bei Radieschen ist halt wichtig, dass sie eine durchgehende Feuchte haben. Deswegen jetzt optimaler Zeitpunkt, um nochmal schön viel Radieschen auszusehen, um halt dann einfach eine schöne Ernte noch im Oktober mit einfahren zu können. Dann zu den Pflanzen, die ihr einfach raussetzen könntet, wenn ihr welche übrig habt, sagen wir mal vom Wochenmarkt, da von euren Bauern vor Ort oder auch, keine Ahnung, vom Gartencenter, wenn ihr noch irgendwie Pflanzen haben, die vorgezogen sind. Also zum Beispiel Herbstsalate, Endivien, Zuckerhut, Radicchio könnte jetzt noch funktionieren. Am besten auch, wenn ihr ein Gewächshaus habt, dort reinsetzen. Könnt ihr auch im Winter schön gut durchernten. Das halten die auch sehr gut dann aus. Wintersalate habe ich auch, wie gesagt, schon die letztes Jahr probiert. Im Gewächshaus hat ziemlich gut funktioniert. Habe auch schon Saatgut davon genommen. Dann Grünkohl, Rosenkohl, eventuell, wenn ihr da Jungpflanzen bekommt, dass es da noch funktioniert, damit ihr vielleicht im Frühjahr noch eine gute Ernte bekommt. Beziehungsweise auch dann so im Februar, Januar schon ein paar Blätter abzupfen könnt, dass wir da so ein bisschen den Fokus drauf legt, wenn ihr da schon zum Jungpflanzen bekommt. Ein kleines Experiment, was ihr machen könnt, ist zum Beispiel Blumenkohl oder Brokkoli, dass ihr da vielleicht Jungpflanzen bekommt, die halt so Wintersorten sind, dass ihr die da auch einfach mal mit raussetzt. Oder beziehungsweise ins Gewächshaus, dass ihr da vielleicht ein kleine Köpfe noch bekommt. Vielleicht bekommt ihr sie auch mit Mist über den Winter. Im Gewächshaus könnt ihr zum Beispiel auch Teelicht da aufstellen, um, halt die, um den Frost irgendwie abzuhalten. Kann man ein bisschen rum experimentieren. Und ja, was ich noch vergessen habe, ist, ihr könnt auch jetzt schon Wintererbsen und dicke Bohnen mit aussehen. Einfach daraus, dass ihr schon einen Wachstumsschub bekommt. Dann an einem richtigen Standpunkt auch sehr gut überwintern können und dann ihr schon rechtzeitig im Frühjahr eine schöne Ernte habt, ohne dass ihr jetzt dann frühzeitig von diesen Blattläusen angefallen werden. In dem Hochbeet, wo ich die Kartoffeln reingesetzt habe, wo die Ernte jetzt nicht ganz so optimal war, weil es halt sehr trocken war, ich habe die dann nicht gegossen, es waren dann ganz kleine Knollen, kann ich dann die Kartoffeln auch gut nutzen, um ja als Saatgut fürs nächste Jahr einfach zu nutzen und die da einfach reinzustecken. Jedenfalls habe ich die Hochbeet dann auch vorbereitet. Das heißt, ich habe da die Erde ein bisschen aufgelockert und weggeschippt an eine Seite, damit ich dort Bokashi mit einarbeiten kann und wieder mehr Leben für die, ja, mehr Leben einfach ins Hochbeet mit reinzubringen, beziehungsweise Futter für die Mikroorganismen und die Regenwürmer. Habe das dann ein bisschen ja, wieder alles eben gemacht. Und dann habe ich auch schon Feldsalat mit ausgesät. Einfach jetzt schon frühzeitig, dass ich auch, ja, je früher man die Sachen einfach aussendet, desto ja, früher bekommt man dann auch die Ernte. Und beim Feldsalat ist es halt so gut, dass er halt winterhart ist. Es ist eine schöne
Düngungspflanze oder beziehungsweise ein Bedecker auch für den Winter, weil ich das halt auch ein bisschen enger jetzt ausgesät habe, damit ich die halt dann vereinzeln kann. Habe ich eine bessere Ernte, das mache ich allgemein so, dass ich nicht so gerne in Reihen pflanze, sondern halt so, dass ich ein bisschen breitläufiger, sage ich mal, wie eine Schrotflinte, dass ich da hier einfach aussehe und dann einfach die ausdünne, wenn es irgendwo zu eng ist. Und wie gesagt, beim Feldsalat ist es einfach gut, dass er halt einfach den Boden dann später bedeckt im Winter. Und vielleicht dann auch, dass da der Frost oder die Kälte zu stark Einfluss auf die Erde dann nimmt und da auch die Struktur bzw. auch das Bodenleben kaputt macht. Also von daher, Feldsalat mache ich richtig gerne. Portulak auch. Da muss man eigentlich nicht viel machen. Der kam dann auch von alleine bei 11 Grad und samt sich auch zum Teil bei mir auch selber aus. Das könntet ihr auch jetzt richtig gut ins Hochbeet mit reintun. Oder auch Spinat kann ich auch nur gut empfehlen. Jetzt so einen Herbstspinat zum Beispiel nutzen, dass man dann durchgehend auch im Winter irgendwas zu ernten hat, beziehungsweise frühzeitig im März. Und dass halt einfach diese Pflanzen Struktur noch in den Boden geben, den einfach festigen, auch über die Winterzeit her und dann einfach vor dem Frost schützt. Anfang August habe ich hier die Kartoffeln aus dem Beet geerntet und habe dann als Fruchtfolge Buschbohnen direkt ausgesät. Ein paar Jungpflanzen habe ich da auch noch mit reingesetzt, weil es so trocken war. Und die Schnecken da fast gar nichts mehr überlebt haben, haben die Schnecken die Pflanzen in Ruhe gelassen, einfach deshalb, weil es fast gar keine Schnecken mehr bei mir im Garten gibt. Und ich habe halt immer geschaut, dass die genug Wasser abbekommen. Und ja, jetzt nach dem Regen muss ich die jetzt überhaupt nicht mehr gießen, wo es jetzt die letzten Woche einzeln vermehrt immer geregnet hat durch ein Gewitter. Und jetzt kann ich auch schon die nächsten Buschbohnen wieder ernten. Wird dann jetzt noch bis zum Frost gehen, ungefähr 1-2 Monate. Kann es noch gehen, dann kann man auch hier schön die Buschbohnen ernten. Ist eine feine Sache. Und die Buschbohnen, weil sie halt Leguminosen sind, tun sie halt über ihre Knollenwurzeln nochmal zusätzlichen Stickstoff in den Boden bringen und das fördert natürlich nochmal zusätzlich den Humusaufbau. Von daher bin ich immer sehr froh, wenn ich hier als Fruchtfolge immer Buschbohnen mit reinsetzen kann. Die düngen sich selber, muss man gar nicht so viel machen. Und jetzt kann man noch eine schöne Ernte mit einfahren. Vor allem deshalb, weil es jetzt nicht mehr ganz so heiß ist. Weil im Hochsommer hatte ich jetzt weniger Bohnen, weil wenn es zu heiß ist, dann werfen sie halt ihre Blüten ab. Und das ist halt nicht ganz so optimal. Endlich nach Wochen wächst mal der Staudensellerie mal richtig gut heran. Jetzt die ganze Zeit im Sommer habe ich zwar immer ein bisschen mit einer Gießkanne gegossen, aber haben sie nicht so den Wachstumsschub wie jetzt bekommen, wo es die letzte Woche und gestern ein bisschen geregnet hat. Einmal auch richtig gut. Man merkt schon, wie groß der Wachstumsschub auch ist. Und ich finde halt Staudensellerie eine recht anspruchsvolle Kultur. Man braucht halt da sehr viel Geduld und im Sommer, da sind die halt nicht so gut gewachsen. Wie gesagt, aufgrund der Hitze und auch der Trockenheit. Und ich habe es halt so gut wie es geht halt gießen können, ohne dafür halt mit dem Wasser, was ich halt zur Verfügung habe. Und jetzt, wenn es nicht ganz so heiß ist, sondern jetzt so die milde Wärme, sage ich mal so 25, 26 Grad, was wir jetzt momentan noch haben. Und dann noch im September so um die 20 Grad, dann sollte der dann auch gut heranwachsen können und dann fertig sein. Ungefähr im September und Oktober, was ich dann wahrscheinlich für einen grünen Saft zum Beispiel für mich nutzen werde. Da mag ich den Staudensellerie recht gerne. Wer es noch nicht weiß, der Selleriesaft fördert eure Gesundheit bzw. die Entgiftung und am besten halt auf leeren Magen. Einen Selleriesaft vielleicht am Morgen so um 10, 11 Uhr zum Beispiel trinken. Ich mache es halt meistens dann immer zu meiner Saftzeit um 13, 14 Uhr. 15, 16 Uhr ungefähr trinke ich halt mal meinen Saft und dann in der Winterzeit trinke ich halt dann gerne Selleriesaft. Pur kann auch schon mehr trinken als die meist anderen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Anfänger seid, dann wird euch wahrscheinlich schon ein halber Liter, wenn überhaupt, genug sein, damit ihr euch einfach an den Geschmack gewöhnen könnt. Aber wenn ihr euch an den Geschmack gewöhnt habt, dann ist es wirklich, wirklich was Feines, sag ich mal. Also Selleriesaft wirklich. Also muss heute mal schon als Rohköstler mal getrunken haben oder vielleicht mal einen Fasten mit Selleriesaft gemacht haben. Also bei mir dürfte die Gurkensaison auch so gut wie rum sein. Also no, God, please, no, no! Also viele Pflanzen jetzt hier zum Beispiel auf dem Hochbeet, die vertrocknen halt einfach. Das war dann halt einfach zu heiß und die haben sich halt nicht so richtig erholt. Spinnmilben sind gekommen. Manche Pflanzen,
ein oder zwei jetzt hier im Hochbeet, die tragen jetzt wieder Blüte. Die werden jetzt noch bis zum Frost kleine Früchte noch tragen. Das gleiche natürlich auch im Folientunnel da hinten. Da schaut es auch nicht besser aus, oder da an der Terrasse, da schauen die Gurken auch nicht mehr so richtig toll aus. War halt einfach der Sommer nicht ganz so optimal für Gurken. Trotzdem noch eine einigermaßen gute Ernte von den Gurken bekommen. Und ja, mal schauen, hier auch schon Mehltau. Also werde mich noch auf die letzten einzelnen Gurken freuen. Hab da auch schon sehr viele Gurken hängen lassen für die Samen rechtzeitig. Aber ich werde jetzt ja nicht mehr ganz so viel erwarten. Und hier drüben der Kürbis, auch das gleiche wie bei den Gurken, hat er jetzt Mehltau ein bisschen bekommen. Da hängt jetzt zum Beispiel da eine Frucht. Hier auf dem Kompost ist eine etwas größere Frucht. Hier hängt eine runter, dann hinter der Mauer am Zwetschgenbaum. Da ist auch eine. Dann hinterm Lorbeer, also hinterm Kompost, ist eine, und im Busch ist eine sehr große Frucht. Ich glaube, die habe ich auch schon mal ein Foto gemacht auf meinem Telegram-Kanal. Und da hinten, da sind jetzt auch nochmal ein, zwei Früchte. Also für das Jahr, also für den Sommer, dann doch sehr viele gute Kürbisse im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist der GT Okonosim. Habe ich auf Telegram auch auf mein Profilbild. Ist ein Winterkürbis und ist eine Sorte, die ja mehr als 850 Jahre alt ist. Und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, also mehr Früchte dieses Jahr als letztes Jahr, habe auch ungefähr 7 Pflanzen rausgesetzt, und ja, ich kann mich nicht beklagen. Jetzt machen wir einen kurzen Abstecher hier vor das Hochbeet. Die ganzen Kohlpflanzen sind jetzt auch sehr gut rangewachsen, wo sie jetzt mal eigentlich von Regen bekommen haben. Das ist ein ganz normaler grüner Rosenkohl. Dann hier einer, der jetzt in die Blüte gegangen ist. Hier kann man die vertrockneten Stellen sehen, und mein Vater wollte die einfach jetzt mal als Experiment wachsen lassen. Hier könnt ihr überall solche kleinen Trieben sehen. Die werden, ja, da erwarte ich jetzt nicht so viel. Die werden ein paar Kügelchen bekommen, werden aber nicht ganz so groß sein. Mal schauen, was draus wird. Vielleicht kann man die Triebe auch irgendwie essen oder nutzen. Hier hinten ist jetzt auch nochmal ein ganz normaler einjähriger Rosenkohl. Und das ist jetzt der russische Blattkohl, ich frevel, unabhängig jetzt davon von der jetzigen geopolitischen Situation. Stop it. Get some help. Muss ich schon doch sagen, dass halt die russischen Pflanzen und russische Sorten, wie auch zum Beispiel den Tomaten, recht widerstandsfähig sind und auch ziemlich gut wachsen. Die Pflanze hier haben jetzt die Schnecken doch mir in Ruhe gelassen, mehr oder weniger. Hat er jetzt den Sommer ziemlich gut überstanden und wächst jetzt sehr schön heran. Blätter sind auch sehr schmackhaft in dem Saft zum Beispiel und kann man genauso wie Grünkohl zum Beispiel nutzen. Und ich mag ihn halt auch sehr, weil der halt so diese lila Färbung wie ein Kohlrabi zum Beispiel hat. Und möchte mal schauen, wie der sich jetzt noch weiterentwickelt. Hat ein paar weiße Fliegen, ist aber jetzt nicht ganz so schlimm, aber keine Kohlweißling-Eier, was eigentlich für mich noch umso besser ist, weil der Kohlweißling, der macht da wirklich sehr viele Kohlpflanzen bei mir kaputt, aber dieses Jahr jetzt wahrscheinlich, weil es auch zu heiß war, da nicht ganz so viel gefunden. Und hier, das sind jetzt ziemlich gute Prachtexemplare, die es jetzt ziemlich gut überstanden haben, genauso wie hier jetzt auch die Rosenkohle. Ja, ich denke mal, jetzt im September werden sie einen ziemlich guten Wachstumsschub bekommen. Hiermit möchte ich es jetzt belassen, Daumen nach oben geben, kommentieren, Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken, ist alles kostenlos und hilft einfach mir, beziehungsweise den Algorithmus, meinen Kanal und meine Videos weiter zu verbreiten. Gerne auch das Video teilen. Und wer mich weiterhin unterstützen möchte, PayPal, Patreon. Auf Patreon gebe ich euch nochmal zusätzliche Leistungen, wie zum Beispiel Videos, die ich auf YouTube nicht zeige, zusätzliche Beiträge, Gedanken, Bilder, einfach weitere Beiträge, die jetzt zum Beispiel auf Telegram ihr nicht finden könnt oder auf YouTube. Da könnt ihr auch Videowünsche zum Beispiel äußern, die ich hundertprozentig einfach umsetzen werde, beziehungsweise auch mir Fragen stelle, auf die ich dann speziell eingehen werde und so weiter und so fort. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und sonst einfach auf meiner Webseite vorbeischauen für meine Kurse, für meine Coachings, für die Produkte, die ich zum Beispiel anbiete, zum Beispiel eingekochte Sachen für euren Vorrat im Winter, Saatgutliste, Lavendelkissen, Lavendelsäckchen, Pflanzen für Balkon und Hobby, zum Beispiel Avocado, wer sich da herantrauen möchte. Man weiß ja nie, wie lange es noch
so kühl bei uns in Deutschland sein wird. Vielleicht wird es ja auch irgendwann wärmer und dann kann man einen Avocado-Baum schon mal raussetzen und dann seid ihr schon perfekt vorbereitet, nur als kleine Info. Und ja, einfach auf die Webseite vorbeischauen, da gibt es noch zusätzlich weitere Informationen, genauso wie auf meinem Telegram-Kanal. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!